Hast du dir mal die Frage gestellt, ob wir Menschen vielleicht schon von Aliens besucht worden sind? Ich spreche hier nicht von den letzten Jahren oder Jahrzehnten, sondern von der fernen Vergangenheit. Könnte es sein, dass in der Antike und auch bereits weit davor unsere Vorfahren mit Außerirdischen in Kontakt getreten sind? Alles nur Quatsch. Es gibt auf der ganzen Welt verteilt Hinweise, dass an dieser These was Wahres dran sein könnte. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und spreche heute mit meinem Bruder Dominik über die Theorie der Präastronautik und ob antike Aliens ihr Wissen von den Sternen zu uns gebracht haben. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Drink. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich bin heute mit meinem Bruder, ja, diesmal meinen richtigen Bruder, hier am Tisch. Und es ist Dominik. Hallo Dominik. Hallo, ich bin Dominik, ich bin Niklas' Bruder. Und heute sprechen wir mal über ein etwas... Interessantes Thema, ja, also ein etwas pseudonymes oder eine Pseudowissenschaft, wenn du es genau sehen willst. Und zwar sprechen wir heute über die Präastronautik oder auch unter Agent Aliens bekannt. Und vielleicht kannst du unseren Hörern mal kurz sagen, was sich hinter Präastronautik überhaupt verbirgt, was das überhaupt ist, weil ich weiß nicht, ob das irgendwie jeder hier weiß. Also die Präastronautik oder Ancient Aliens, vielleicht kennt ja der eine oder die andere das auch von, ja, gibt ja bestimmte Sendungen, Ancient Aliens von History, von der Fernsehsendung. Da geht es nämlich darum, da gibt es bestimmte Theorien zu einigen, ja, Artefakten auf der Welt, wo man jetzt nicht genau oder wo die Wissenschaft nicht genau oder nicht eindeutig sagen kann, dass das Menschen gemacht ist oder ob da nicht eventuell außerirdisches Wissen mit eingeflossen ist. Ja. Und darüber werden wir sprechen. Da gibt es viele, viele Beispiele auf der ganzen Welt verteilt. Genau. Und ja, das ist erstmal so grundlegend die Theorie. Und wird halt als Pseudowissenschaft verklärt in dem Fall. Ja, es ist ja immer so ein bisschen vorbelastet, dieser Begriff Pseudowissenschaft. Ist ja in dem Sinne, muss man erstmal wissen, was ist denn Pseudowissenschaft? Das kann ich ja mal kurz erklären. Pseudowissenschaft unterscheidet sich von Wissenschaft dadurch, dass man sie nicht eindeutig widerlegen kann. Also Wissenschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass man stellt eine Hypothese auf und die kann man eindeutig widerlegen oder muss an der Erfahrung scheitern können. Und bei Pseudowissenschaften ist es eher so, da wird man an einzelnen Aussagen von bestimmten Menschen, da nimmt man einzelne Aussagen oder Einzelereignisse und legt dann fest, okay, das muss so gewesen sein und das kann man nicht wirklich widerlegen. Zum Beispiel ist Astrologie ist ja eine typische Pseudowissenschaft und darunter halten auch viele Präastronauten. Ich finde jetzt, dass man Präastronautik unter Pseudowissenschaften legt, jetzt hinkt so ein bisschen der Vergleich, weil Astrologie ist schon was anderes als die Theorie, dass vielleicht mal Aliens, ist ja nicht ganz auszuschließen. Aber genau, und es geht halt darum, also um das kurz nochmal zusammenzufassen, also Präastronautik beschäftigt sich halt mit der These, dass die Menschheit in der Antike oder in der Altertumszeit von Außerirdischen besucht worden ist, die den Menschen Landwirtschaft, die ganzen Technologien, wie baut man Pyramiden zum Beispiel, hatten sie beigebracht und so weiter. Und wir beide interessieren uns schon seit schon sehr langer Zeit damit, mit viel Begeisterung, viel Interesse. Aber wir haben natürlich auch unsere Meinungen mittlerweile dazu. Ja, und es gibt einen
großen Vorreiter, was es angeht, und das ist der Herr Erich von Däniken. Ich mag ihn. Wirklich, da kannst du sagen, was er wird. Ich glaube, das ist ein richtig lieber Mann. Ja, er ist auch ein christlicher Mann, ja, und er meinte immer, was viele immer von ihm sagen, dass es halt immer nur Quatsch ist, was er erzählt, und es ist halt nicht wissenschaftlich nicht fundiert und so weiter. Und er ist halt aber wirklich so offen und sagt, guck mal, wenn ich nicht richtig liege, ist kein Problem. Weißt du, ich kann es gern akzeptieren. Ja, er akzeptiert das. Ich finde das super. Und er kommt auch auf dem Fernsehen zumindest, kommt er halt sehr sympathisch vor. Ist halt so ein Opa in dem Fall, ne? Aber ja, er ist halt der Vorreiter der Präastronautik, hat ja damals auch sein Buch geschrieben. Genau, ich glaube, wie ist es? Erinnerungen an die Vergangenheit. Nee, Erinnerungen an die Zukunft. Oder an die Zukunft. Erinnerungen an die Vergangenheit. Chariots of the Gods. Chariots of the Gods, genau. Ein Bestseller, hat sich millionenfach verkauft in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, war so, das ja damals. Ne? Ja, und er ist der Vater der Präastronautin, hat halt viele andere Leute inspiriert. Mir fällt jetzt der Chiropraktor, ich hab den Namen echt vergessen. Ja, den kennt man wahrscheinlich schon aus bestimmten Memes. Ist so ein sehr eindrucksvoller Typ, immer zum Lockenkopf so ein bisschen, sieht so ein bisschen verrückt aus. Ja, ja. Aber den finde ich auch sehr sympathisch, den Typen. Erich von Däniken, genau, der wird ja auch viel diskutiert. Auch generell die Präastronautik an sich wird ja auch kontrovers gehandelt. Genau wie er, denke ich, weil halt Menschen viel abgesprochen wird. Vor allem in bestimmten Kulturkreisen wird viel abgesprochen und deswegen wird es ab und zu mal so ein bisschen kritisch gesehen, aber ja. Ja, gut, okay. Aber es gibt halt auch einige, ja, sagen wir mal so, einige Beispiele gibt es auch, wo auch die momentan etablierte Wissenschaft auch keine richtige, eindeutige Antwort drauf haben. Und auf sowas springen die Präastronautiker natürlich voll an. Ihr werdet es sicherlich immer raushören, wie hier, manche Sachen sehen wir dann auch etwas skeptischer und so weiter, weil wir uns mittlerweile unsere eigene Meinung immer noch bilden, aber auch schon ein großes Teil gebildet haben. Am Ende können wir ja mal sagen, was wir dann davon großartig halten, so richtig. Aber das eins der berühmtesten Dinge in der Präastronautik sind natürlich die Pyramiden von Gizeh. Ne? Ihr werdet bestimmt das alle mal gehört haben, dass irgendwelche Aliens angeblich die gebaut haben sollen. Oder zumindest irgendwie das Wissen den Ägyptern gesagt haben, wie sie das zu bauen haben. Und er hört sich erstmal, natürlich bin ich voll auf eurer Seite, Erstmal total strange, also total weird. Erstmal so, what? Was erzählst du da für Quark? Und denkst du, aber wenn ihr mal ein bisschen überlegt, allein schon diese Monolithen, diese Steine und so weiter, ja, die wir haben Tonnen wiegen, und zwar richtig viele Tonnen wiegen. Und die Leute in der Antike, in Ägypten, die hatten keine Kräne, keine Lastwagen, die hatten nur Muskelkraft, reine Muskelkraft. Und das ist halt so eine Sache, wie kann das sein, dass die halt über mehrere tausend Kilometer solche Monolithen bewegt haben, über Sand zum Beispiel. Das ist halt die Frage, wie geht denn da was? Ja, vor allem, man weiß ja immer noch nicht so richtig, wie die gebaut worden sind. Es gab ja schon viele Versuche, das auch so ein bisschen nachzuahmen. Es gibt ja, fand ich auch ganz interessant, den Beruf Experimentalarchäologie. Ist ja ganz interessant. Okay. Da machen die... da bauen die sozusagen, jetzt mal von der Präastronautik abgesehen, aber die bauen dann zum Beispiel Schiffe nach von Wikingern oder so weiter, nur mit diesen Hilfsmitteln, die damals zur Verfügung hatten. Und so eine Experimentalarchäologen, die haben dann auch überlegt, wie könnte man denn so eine Pyramiden gebaut haben, und dann haben sie sich da bestimmte Sachen einfallen lassen. Und es hat sich gezeigt, es geht schon, aber das ist echt kompliziert. Es sind da mit Seilen und mit bestimmten Hebelkräften, und da ist auf jeden Fall sehr viel mathematisches Wissen, braucht man dafür, sehr viel physikalisches Wissen und natürlich auch, ja, generell, wie plant man das, und die immer an Mannkraft braucht man ja auch erstmal dafür. Okay, man weiß jetzt nicht, wie viele Sklaven die damals hatten, ne? Ist ja auch sehr interessant, aber... Aber schon eine Menge. Also wenn du bedenkst, so die ganze generell ägyptische Geschichte, dass sie auch früher sehr viele Sklaven hatten. Wobei ich jetzt aber auch nicht weiß, ehrlich gesagt, gab es nicht sogar die Behauptung, dass die Sklaven eigentlich gar nicht mitgebaut haben, sondern die originalen Ägypter eigentlich die Sachen gebaut haben? Ja, genau, habe ich auch gehört. Ist halt auch wieder so eine Sache, wie soll man das jetzt noch im Nachhinein irgendwie nachvollziehen können? Richtig, also die etablierte Wissenschaft sagt, dann bleiben wir mal bei den Pyramiden von Gizeh, bei der Cheops-Pyramide, das ist ja die größte auf Gizeh oder in Ägypten in dem Fall, und die soll laut Wissenschaft, das ist wirklich etabliert, also wirklich
ist momentan Stand, innerhalb von 20 Jahren gebaut worden sein. Genau. Und jeder, der vielleicht mal da war, ich muss jetzt zu unserer Schande gestehen, wir waren dreimal in Ägypten und haben nicht einmal die Pyramiden gesehen. Ja. Ja, einfach nur Touristikurlauber, ja, egal. Und jeder, der mal vielleicht mal von euch mal da war und diese Monumente mal gesehen hat, diese Steine, wie gesagt, gerade eben gesagt, die wiegen ja Tausende oder Hunderte von Tonnen. Das sollen die innerhalb von 20 Jahren gebaut haben. Und ich habe vor ein paar Tagen erst wieder so eine Doku darüber gesehen. Und die meinten, das sind über 2 Millionen Steine gewesen, die sie da nur die eine Pyramide nur verbaut haben. Und wenn du das auf 20 Jahre hochrechnest, oder ein paar mehr Millionen, ist egal, kommst du darauf, dass die alle 4 Minuten einen Stein verarbeiten mussten. Mhm. Alle 4 Minuten, kein Wochenende, kein Feiertag, durchgehend. Mhm. Und der nächste Moment, das kann irgendwie nicht sein. Ja, vor allem, also das erstens das, ne? Und zweitens, da kann ich mich auch dran erinnern, habe ich auch letztens, glaube ich, so eine Doku gesehen, haben die auch von Schiffsfahrern, die über den Nil gefahren sind und diese Steine transportiert haben, die haben das alles auch wirklich dokumentiert und gesagt, hier, ich habe an dem und dem Tag so und so viele Steine über den Nil transportiert. Und erstmal diese, ja, also das ist echt viel, viel und was sie da alles geschleppt haben müssen. Und da kommt dann mal die Frage auf, haben die das denn, konnten die das denn damals wirklich? Also laut Asterix haben sie es mit einem Zaubertrank. Mit einem Zaubertrank, ja. Aber wie geht das von einem altertümlichen, obwohl die Ägypter ja relativ fortschrittlich waren, aber selbst dann, wie gesagt, die haben keine Kräne gehabt, keine Autos oder keine maschinellen Hilfsmittel, womit sie heute ja schon immer noch Probleme haben, solche Gewichte zu ziehen. Aber hier bin ich jetzt schon mal in einer großen, eine unserer größten Meinungen, dass wir beide denken, dass unsere Vorfahren massiv unterschätzt werden. Hm. Egal, was ihre Technologie angeht. Ne, du hast auch diese Bagdad-Batterie gehabt und so weiter. Hm. Ja, wo so, what, wo die haben Strom erzeugt damals, ne, in der Antike. Ja, ich bin der Meinung auch, dass unsere Vorfahren halt wirklich extrem unterschätzt wurden. Hm. Und heutzutage bis jetzt noch nicht alles entdeckt worden ist in dem Fall. Aber das ist halt so ein Zeichen für die Pyramiden. Auch die Präzision, wie die Pyramiden exakt nach Norden, glaube ich, war das, ausgesetzt sind. Hm. Wenn du die Pyramiden zum Beispiel, die 3 Stück, mal von oben siehst, ne? Ich glaube, das ist mittlerweile auch widerlegt worden, sieht das aus wie der Gürtel des Orion von dem Sternbild. Genau. Ob sie sich daran orientiert haben, wenn du jetzt in dieser großen Pyramide bist, in diesem großen Raum, ich glaube, die große Galerie heißt das, hast du auch einen Ausguck zum Sirius, ne? Das ist auch der Stern, Sirius. Mhm. Und alles himmelsmäßig ausgerichtet. Also müssen auch dementsprechend auch astronomische Wissenschaft, ein astronomisches Wissen gehabt haben. Mhm. Und außerdem, wenn du, ich will immer nicht so Sachen sagen, die nicht hundertprozentig weiß, aber ich glaube, wenn du die Pyramide ausmisst, und zwar im Volumen quasi einmal wie so eine Kugel machst, wie so eine Kugel nimmst, die ganze Pyramide und spiegelt die Pyramide nach unten weg, hast du die Kreiszahl Pi. Ach, das meinst du, ja, genau, Pi. Ja, das habe ich auch gehört, ja, dass du Pi hast. Und dann gibt es doch noch, irgendwie ist da auch der goldene Schnitt mit da verbaut worden. Und dann hast du noch die Zahl Phi mit da drin, die ja auch sehr was mit dem goldenen Schnitt zu tun hat. Also die müssen da echt viel mathematisches Wissen auf jeden Fall gehabt haben. Aber ja, wie Niklas gerade schon gesagt hat, ich glaube, wir wurden da einfach unterschätzt. Also die wurden damals einfach unterschätzt. Wenn man heute mal in der Wüste ist und sich die Sterne anguckt, sieht man ja schon viel, ne? Und damals muss es ja noch viel beeindruckender gewesen sein. Jetzt ist ja durch die ganze Lichtverschmutzung und weiß nicht was alles, sieht man ja nicht mehr ganz so viel wie früher. Und damals konnten die Menschen viel mehr sehen und haben dann dadurch auch viel mehr gesehen, viel mehr beobachten können und haben natürlich dann irgendwelche Bauten irgendwie nach den Sternen ausgerichtet. Also das finde ich schon, kann man denen nicht absprechen. Ja, aber wenn wir schon in Afrika bleiben, es gibt, wenn wir gerade schon in Afrika sind mit den Sternen, es gibt jetzt auch eine Verbindung zur Präastronautik, und zwar, das ist der Stamm der Dogon. Mhm. Das ist ein Einwohnerstamm oder Eingeborenenstamm in Mali, in Afrika dementsprechend. Und diese haben einen Stern, das ist der Sirius, den sie als Gott, glaube ich, anbeten. Und es haben sich in den letzten Jahrzehnten Forscher mit diesem Stamm beschäftigt und die haben rausgefunden durch Übersetzungen, dass die Dogon wussten, dass um den Sirius, das ist ein Doppelsternsystem, ein
Begleiter quasi umkreist. Das kannst du mit bloßem Auge gar nicht erkennen. Ja, die hatten sogar so eine Art Zeichnung aufgehört. Richtig. Irgendwo haben sie eine Zeichnung gefunden, wo dann wirklich der Sirius, es stand natürlich nicht dran, der Sirius hier, sondern Sirius A ist ja, glaube ich, der Größte, also der Größte, ja. So, ne? Auch übrigens der hellste Stern im Himmel, habe ich vor kurzem gelesen. Und dann haben sie daneben praktisch nochmal so einen Kreis so gemacht, der dann so eine Art Umlaufbahn sein könnte, der dann aber auch wirklich seinem Begleiter nach jetzigem wissenschaftlichen Stand entspricht. Also Sirius B. Und genau, ich kenne mich jetzt mit Sternen jetzt nicht so aus, aber was ich gelesen habe, ist ja, da ist das ein weißer Zwerg, relativ. Ein weißer Zwerg nicht, aber das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, der Sirius. Aber auf jeden Fall ist es ein größerer Stern als unsere Sonne. Genau, also Sirius A auf jeden Fall ist ein supermassiver Stern, aber sein Begleiter. Das ist, glaube ich, ein kleiner, definitiv ein kleiner Stern. Ich glaube, ich habe gelesen, so ungefähr so ein Durchmesser wie die Erde, das muss man sich mal vorstellen, 8 Lichtjahre weg und dann ungefähr so groß wie die Erde, lichtschwach, ne? Und den kann man eigentlich nicht sehen, ne? Aber ja, und den haben sie aber anscheinend gesehen mit Überlieferungen. Er sagt, ja, hier, der Sirius hat noch einen Begleiter. Fand ich auch super interessant. Also, woher die das wussten. Ja, und da wären wir bei dem Punkt, ne? Also gesehen konnten sie den nicht haben. Sie hatten auch keine Teleskope oder Fernrohre und so weiter. Und sie sagen, ja, die Wesen oder die Sternenkinder oder die, ja, das Sternenvolk, glaube ich, nannten sie die, haben gesagt, dass sie von diesem Stern kommen. Das sind ja auch diese Sirianer, gibt es ja auch Verschwörungstheorien über Sirianer und so weiter, aber ein anderes Thema. Aber ja, das soll die Wesen, diese Sternen, dieses Sternenvolk soll vom Sirius gekommen sein und den Dogon das erzählt haben, dass da noch etwas rumkreist. Hat sich mittlerweile, glaube ich, auch alles ein bisschen wieder gelegt, weil das die Interpretation, glaube ich, etwas falsch gedeutet worden ist, weil dieses Umkreisen ist jetzt, scheint irgendwas, ich weiß es nicht mehr was, aber soll irgendwas anderes da Stern als diesen Begleitstern. Ja, also es gibt natürlich auch wieder Gegenstimmen, gibt es bei dem Thema, glaube ich, immer, die dann gesagt haben, ja, das könnten auch Übersetzungs- oder Verständnisfehler gewesen sein. Ich musste mich mal korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, der Begleiter wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt . Und als derjenige Forscher zu den Dogon, zu den Dogon gegangen ist und die befragt hat, wusste er schon Bescheid von dem Stern. Und theoretisch ist es natürlich möglich, dass die Dogon dann auch das irgendwie mitbekommen haben, dass es den Stern gibt. Einfach überliefert. Okay, einfach mitgenommen haben. Und dann haben sie das irgendwie so falsch interpretiert oder die wussten das denn schon und haben gesagt, hier ist ein Begleiter, ne? Also es gibt immer Gegenstimmen natürlich, aber ist schon bemerkenswert, dass es so eine Art trotzdem immer noch so ein kleines Rätsel ist, weil es nicht ganz geklärt werden kann. Die Dogon sind ja auch nicht so das einzige Volk in Afrika oder generell auch in Südamerika ist auch ein sehr Hotspot-mäßiger Punkt für irgendwelche Alien-Forscher, Präastronautiker. Die stützen sich hier drauf auch. Das Ureinwohner kennt ihr bestimmt auch, wenn sie Zeremonien haben, irgendwelche Kostüme anziehen, zeremonielle Kostüme. Und viele interpretieren das als wenn man, es gibt dafür einen Begriff, jetzt habe ich den leider wieder vergessen. Und zwar, wenn nehmen wir mal stark an, irgendwelche Aliens kamen auf die Erde damals, auf so ein Ureinwohnervolk und die Ureinwohner kannten zum Beispiel keine Raumanzüge und wussten nicht, was das ist und haben die versucht, selber nachzubauen, indem sie halt diese Kostüme gebaut haben. Ne? Ja. Da gibt's sogar einen richtigen Fachbegriff dazu, da fällt mir auch ein, da gab es mir auch bei der Präastronautik, das ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich diesen Begriff nicht mehr weiß, und zwar gab es auch ein Ureinwohnervolk in Südamerika, da ist immer alle paar Tage ist ein Hubschrauber über ein Ureinwohnervolk geflogen. Ja. Und irgendwann haben die Ureinwohner das nachgebaut, wirklich mit Blättern, mit Holz und so weiter. Und dann kam irgendwann die Wissenschaftler, haben das gesehen, da auf wie ein Hubschrauber in dem Fall, ja, aber wirklich so nachgebaut. Ja. Und sie konnten es halt nicht interpretieren und haben da gesagt, das ist eine riesige Libelle mit irgendwelchen Flügeln, weißt du, dann haben sie es irgendwelchen Namen gegeben. Ja. Und sowas hast du denn dementsprechend auch, wenn es Leute nicht kannten, dass die das halt versucht haben, mit ihrem Wissen von damals zu erklären. Ja, da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, was da angeht. Ja, das auf jeden Fall. Also das kann man, ja, das spricht ja eigentlich schon dafür, dass die Menschen von früher, wenn man so eine Artefakte findet, wo man sagt, okay, irgendwie sieht das jetzt aus wie ein Flugzeug oder wie ein Hubschrauber oder weiß ich nicht was, ist aber irgendwie schon 2000 Jahre alt. Ja. Dann muss man sich ja schon mal fragen, okay, was haben die denn da damals gesehen, dass die das so interessant fanden, dass sie das irgendwie jetzt in Gold gegossen haben oder. Das Schöne ist, und das wissen bestimmt auch ganz viele, ist egal, ob wir jetzt ins Religiöse reingehen oder auch bei
Einwohnervölkern sind, wenn sie ihre Götter, jede Kultur hat ihre Götter. Und woher kommen die Götter? Die kommen eigentlich ausschließlich vom Himmel. Warum kommen die denn immer ausschließlich vom Himmel? Warum kommen die immer vom Himmel herab zu uns? Ja, erstens das und dann bringen die auch immer Wissen mit. Wissen mit, Geschenke mit. Ja. Ja. Und ja, das sind halt immer so eine Sachen, wo man sich immer denkt, okay, wenn jetzt Aliens unsere Erde besuchen würden und auf eine primitive Kultur treffen, die jetzt gerade mal Feuer machen kann, dann würden die wahrscheinlich denken, okay, das sind jetzt so mit die intelligentesten Lebewesen auf diesem Planeten, der bringe ich jetzt einfach mal irgendwie bei, wie man was anpflanzt. So, das könnte man ja mal denken, so stellt man sich das immer vor. Richtig. Es gibt ja auch die Theorie, dass der Mensch auch ein Mischwesen ist zwischen einem Affen und einem Alien. Das wurde halt die Genetik gekreuzt in dem Fall. Das erklären sich die Präastronautiker. Es gibt immer so einen schönen Spruch, den du immer sagst, ne? Präastronautiker beantworten die Frage mit ja. Und da gibt es halt die Genetik wurde gekreuzt und das erklären sich die Präastronautiker damit, weil, oh, gar nicht mal so blöd im Nachhinein, der Mensch für die Umweltverhältnisse hier eigentlich gar nicht so ausgemacht ist. Ich meine, die Haut, alle Tiere und so weiter haben ein Fell oder Dickhäuter gibt es ja auch, so Elefanten und so weiter. Und wir sind relativ ungeschützt, unsere Haut vor UV-Strahlung. Mhm. Und denkst, na, wenn wir hier schon seit Jahren Millionen oder ja, dürft doch seit Jahren Millionen hier auf der Erde sind, warum hat sich unsere Haut nicht an die UV-Strahlung dann gewöhnt? Ja, ich habe über dieses Beispiel und mit der wenig Behaarung, die man so hat, ne? Habe ich auch mal was gelesen. Und also die hatten das damals, oh, das ist schon eine Weile her, aber irgendwo habe ich das mal gehört in so einer Reportage, dass sie sich das dadurch erklären, teilweise, dass man sich von anderen Affen, Menschenaffenarten unterscheiden kann. So, dass man sagt, okay, der ist behaart, der gehört nicht zu meiner Rasse sozusagen. Okay. Ne? Also das ist jetzt so eine Art andere Menschenaffenart. Und wir haben uns halt dadurch unterschieden, dass wir uns die Haare an den Stellen abgeworfen haben. Und manchmal gibt es ja noch so Fälle, wo dann Menschen geboren werden, sogenannte Wolfsmenschen, die dann noch komplett behaart sind. Also damit wird das natürlich erklärt. Aber ja, klar, das sind ja trotzdem immer noch so Mutationen, die der Mensch durchgemacht hat. Und warum gerade die? Ne? Warum haben wir uns denn nicht einfach behaart gelassen, so, ne? Um einfach in der UV-geschützt zu sein, zum Beispiel. Zu sein. Warum zum Beispiel, der Mensch hat ja auch keine großartige Eigenschaft. Ne? Der Mensch ist ja nicht besonders, also nehmen wir mal Vergleich die Tiere. Der Mensch ist nicht besonders schnell. Mhm. Der Mensch kann nicht besonders hoch klettern. Der Mensch ist nicht besonders groß. Der Mensch ist, keine Ahnung, der hat ja verschiedene Eigenschaften. Der Mensch unterscheidet sich einfach nur durch seine Intelligenz. Das sage ich jetzt mit Gänsefüßchen in dem Fall. Ne? Mhm. Ist das nicht auch eine Art Überlebensinstinkt, was jetzt Größe, Stärke, Schnelligkeit, Tarnung und so weiter haben ja auch ganz viele Tiere entwickelt, das haben wir gar nicht. Mhm. Ja, ich glaube, Intelligenz ist halt schon wirklich ein großer Risikofaktor, glaube ich, für die Evolution, dass man sagt, okay, wir stecken jetzt alle unsere Ressourcen oder, sage ich mal, sehr viel in unser Gehirn, statt in unsere Muskeln oder in unsere anderen Organe. Also wir sind ja dann wirklich auf unser Gehirn, auf unsere Intelligenz angewiesen. Ja. Ohne die würden wir draußen nicht lange überleben können. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel nochmal zurückkommen, es gibt ja auch eins der weiteren, neben die Pyramiden, eins der weiteren größeren Beispiele sind die Nazca-Linien in Peru. Mhm. Na, das sind ja auch so Linien, die man erst im 20. Jahrhundert entdeckt hat, indem man mit Flugzeugen rübergeflogen ist und dann solche Figuren, vielleicht hat der ein oder andere mal gesehen, so ein Kolibri oder einen winkenden Menschen und dann fragst du dich, was ist das? Hat auch viel mit dieser Landebahntheorie von UFO-Landebahn und so weiter. Mhm. Hat der Erich von Däniken, hier muss ich auch mal eine Lanze brechen für den lieben Erich, der hat nie behauptet, dass es eine Landebahn, dass die UFOs gelandet sind. Ja. Ne? Aber es könnte so sein, wenn man das so sieht. Vor allem, wenn man so einen Affen sieht, das kann man nur von oben sehen. Und früher konnte keiner fliegen. Ja, wenn man sich mal diese Linien anguckt, ne, die sehen echt aus wie so ein alter Flughafen, so, wo man einen Flughafen stand, den man abgerissen hat. Ja, und wie du schon gesagt hast, dass die Tierfiguren, die da abgebildet wurden, die sind ja riesengroß, sieht man ja von der Erde gar nicht. Ne? Und warum haben die das damals so groß gemacht, die man eigentlich nur von oben sehen kann? Ne? Gibt es natürlich auch wieder Gegenstimmen, alles keine Frage. Aber warum hat man die so groß gemacht? Ne? Gibt ja entweder so deuten, dass die nur für Lebewesen gedacht waren, die sehen können auch, wirklich in ihrer kompletten Größe. Oder dass es halt für zeremonielle Zwecke gedacht war. Das ist ja so offizieller,
der offizielle, Argumentation. Was dafür spricht natürlich, dass es zeremoniell war, ist, dass, wenn man sich diese Figuren mal anguckt, fällt auf, dass die nur aus einer einzigen Linie bestehen, die durchgängig ist. Also da wird, ich glaube, es gibt da so eine, Spinnen, glaube ich, ne, und Affen und so weiter. Das sind immer alles es ist immer alles eine Linie. Ja. Es wurde erklärt, oder die Wissenschaft sagt, die wurden damals abgelaufen, ein Dorf hat es dann abgelaufen, um dann irgendwie ihren Göttern zu zeigen, wir brauchen jetzt Regen. Oder Zeremonie in dem Zeremonie, Fall. Genau. Einfach nur, damals waren auch die Leute wesentlich, das Thema hatte ich, glaube ich, mit Felix mal, damals waren die Leute in der Antike, ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, das zu behaupten, wesentlich religiöser, gläubiger. Alles, was irgendwie ausgebuddelt wird, das ist immer, hat irgendwie ein Tempel, hat irgendwas Religiöses irgendwie an sich. Also es ist immer irgendein Tempel, irgendeine Pilgerstätte oder irgendwie sowas. Und es gibt so viele davon. Also davon abgesehen. Was kurz nochmal zu den Nazca, nicht Linien, es gibt auch die Nazca-Portale. Und zwar, das sind da so eine Die kenne ich gar nicht. Ne? Das sind so eine Sternenportale. Ne? Das geht jetzt auch wieder ähnlich wie die Dogon, auch diese Sternenvolk. Das sind wirklich in Stein gemeißelt. Das sieht aus wie eine Tür. Also ist wie eine Tür in einem großen Stein gemeißelt ist, aber du kannst nicht da einen Schritt reingehen. Das ist aber, sieht aus wie so ein Türrahmen. Und dann sagen sie auch, das Sternenvolk ist durch diese Tür durchgekommen oder durch diese Tür in unsere Welt reingekommen. Das feiern die dann dementsprechend auch mit ihren Zeremonien und so weiter. Also Stargate-mäßig. Ja, so Stargate-mäßig. Ja, wirklich, ja. Wäre mal toll, wenn irgendjemand das aktivieren könnte. Ja. Aber das sind diese Nazca-Portale. Kann man so sagen. Interessant. Ja, wäre mal interessant zu wissen, wohin denn, wenn man jetzt durch diese Tür geht. Was auf der anderen Seite ist. Ja, erstens das und zweitens, ist, wie gesagt, kommen wir wieder zu dem Thema Sterne. Ob man jetzt, wenn man durch diese Tür guckt, in einem bestimmten Winkel oder weiß ich nicht wie, gerade irgendwie zu, ob man da irgendwie wieder ein bestimmtes Sternbild sieht. Vielleicht geht ja auch die Sonne direkt dahinter auf. Das kann auch sein. Das ist ja auch immer so ein Thema. Das kann auch sein, ja. Oder der Mond geht da unten deutlich irgendwas, ne? Oder irgendwas ist ja auch immer interessant, dass man da irgendwie so sieht, dass die das teilweise wirklich immer nach bestimmten, oder dass die dann bestimmte Tageszeiten sich damit irgendwie bestimmt haben oder bestimmte Erntezeiten damit angezeigt haben. Das ist ja auch, kann man natürlich auch so interpretieren. Kennst du diese, das ist mal wieder was anderes, es gibt in Südamerika, kennst du diese großen Steinköpfe? Südamerika? In Südamerika, jetzt habe ich auch den Namen wieder vergessen. Vorbereitung ist alles, ich sag's euch. Und da gibt es diese großen Steinköpfe, ne? Auch wieder tonnenschwer, zeigen wirklich Menschen, sind relativ dicke Menschen, sage ich jetzt mal, im Gesicht. Dadurch, dass sie aber gewisse Merkmale haben, ne? Wie sprechen wir von Südamerika, ne? Sagen die Wissenschaftler, das sind ja aber auch, die sehen aus wie Afrikaner. Ach so. Die haben gewisse Merkmale. Ne? Mhm. Die halt auf Afrikaner deuten, wo du sagst, was haben Afrikaner in Südamerika zu tun, zumindest in dieser antiken Zeit? Mhm. Hatten die eine Verbindung zueinander oder untereinander? Ja. Haben sie irgendwie Geschenke ausgetauscht? Mhm. Über diese Steine weiß auch keiner richtig, was diese großen Steine sind. Ja, das ist ja interessant, ja. Ne? Wenn wir jetzt auch in Südamerika bleiben, eins der größten von den Präastronautikern genanntes Volk sind die Maya. Mhm. Ja, Maya kennst du noch vor rund 10 Jahren, große Maya-Kalender, ne? Die große Zählung ist ja abgelaufen, ne? Und das neue Baktun, glaube ich, nennt sich das, hat dann angefangen. Und da war ja Weltuntergang und so weiter. Ja. Ist ja alles ein Glück ja nicht eingetroffen, ne? Oder irgendwelche Aliens hätten uns abholen müssen. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Und zwar, und die Maya, denen sagt man auch zu, weil das auch eine relativ hochtechnologisierte Kultur waren, die auch sehr viel Wissen über Astronomie hatten, sagt man auch nach, dass die von Aliens besucht worden sind und denen alles auch beigebracht haben. Und da gab es einen König, der nennt sich Pakal. Und da gibt es ein tolles Bild davon. Und zwar ist es ein relativ großes Bild. Da wird dieser König liegend gezeigt. Und drumherum, es sieht so aus, als ob er eine Maschine bedient. Und zwar, da gibt's eine Vorrichtung, die in seine Nase reingeht. Er hat unten scheinbar so ein Pedal. Ne, hat er irgendwie so eine Art Knauf. Und unten, also er steht wirklich, denn er liegt da wirklich. Und unten könnte man rein interpretieren, dass da Feuer rauskommt. Und das Erste, wenn du sowas hörst, denkst du, ist es eine Rakete?
Ob er damit in den Himmel geflogen ist? Ja. Ja, also genau, ich kenne das Bild auch, ne? Das sieht so ein bisschen, ja, wenn man da so ein bisschen reinguckt, so ranguckt, so ein bisschen so aus wie so ein Science-Fiction-mäßig, so, ne? So ein, viele Schläuche, Feuer, Raketen, also, na, okay, der Mensch sieht, was er sehen will, ne? Ist ja auch immer so ein Ding. Ja, ist ja wirklich aber, so. Aber in dem Fall, ja, kann man schon sagen, jetzt ist man natürlich kein Maya-Forscher, der jetzt sagen würde, okay, hier, nee, das ist, so, es ist alles rein metaphorisch gemeint und so weiter. Aber ja, klar, wenn man das erstmal so anguckt, würde man denken, ja, könnte eine Rakete sein. Na, und da gibt es auch einen schönen Vergleich aus der Bibel, und zwar den Propheten Ezekiel. Mhm. Der, kennst du bestimmt auch die Geschichte, der ist ja auch in den Himmel gefahren. Und da war irgendjemand, der ihn beobachtet hat, wie er in den Himmel gefahren ist. Und er wurde auch mit einem feurigen Rad, feurigen, wie nennt sich das, wo die Römer mitgefahren sind, dieser. Ach so, Streitwagen. Dieser Streitwagen, genau. Ja. Ein feuriger Streitwagen kam vom Himmel runter, hat ihn abgeholt, er ist da eingestiegen. Mhm. Und dann als er losgefahren oder losgeflogen ist, soll die Erde gebebt haben, unter ihnen soll Feuer passiert sein und er soll dann aufgestiegen sein, was sich auch, boah, das hört sich an wie eine Rakete. Ja, wie so eine biblische Erzählung eines Raumschiffs. Und ne? Da wären wir wieder bei dem Punkt, wo die Leute das damals kannten, die keine Raketen, und haben das halt mit ihren eigenen Worten damals versucht zu beschreiben. Ein feuriger Wagen, wo jemand eingestiegen ist, der, als er aufgestiegen ist, die Erde gebebt hat, natürlich richtig brachial, natürlich wahrscheinlich dramatologisiert bis zum Geht nicht mehr, mit Feuer und so und hoch in den Himmel. Ne? Ja, aber stell dir mal vor, du lebst in deiner Welt ohne Lärm und auf einmal siehst du sowas, was in die Luft oder in den Himmel steigt, so laut ist und alles Mögliche. Ne? Und ich glaube sogar, das fand ich super interessant, da haben wirklich Wissenschaftler saßen dann da dran, also wirkliche, keine Leute, die jetzt der Präastronautik angehören, sondern wirkliche Leute, die jetzt gesagt haben, okay, wir nehmen uns diesen Text mal vor. So Bibelforscher oder was? Bibelforscher, ja, genau. Also wirkliche Wissenschaftler, die halt sagen, wir zeichnen das Ding jetzt einfach mal. Und die haben dann wirklich nach dieser Erzählung, was übersetzt worden ist, dieses Raumschiff oder diesen Streitwagen mal aufgezeichnet. Und das könnt ihr ja gerne mal gucken, nachgoogeln. Auf jeden Fall sah das am Ende aus echt wie so ein, ja, wie ein Raumschiff. Also echt, sieht beeindruckend aus. Und ich glaube, dieser Ezekiel, das war doch auch der Typ, der Engel beschrieben hat, oder? Das kann sein, ja, das weiß ich jetzt nicht. Genau, es gibt nämlich so die biblischen Engel, wenn man sich die mal durchliest. Die sehen ja, man stellt sich ja Engel immer wie Menschen vor mit Flügeln, ne? Ja, klassische Engel. Engel halt, ne? Ja. Aber wenn man sich das mal so anguckt, biblische Engel, die sehen ja komplett anders aus. Die haben ja, die sehen halt, also wirklich, wenn man sich die so anguckt, dann denkt man so, okay, die entspringen jetzt irgendwie einem Horrorfilm. Ach doch, teilweise, ne? Mit den ganz vielen Augen. Die ganz viele Augen, die um ein, also ein zentrales Auge, die um den herum, ja, schweben so eine Art Ringe, die so konzentrisch auf dieses Auge rauf zeigen. Und das sieht echt aus wie so ein, okay, das ist nichts Irdisches. Also wie ein Alien? Das sieht, ja, auch wie ein Raumschiff wieder so, ne? Also das echt extrem gruselig aus, aber wenn man sich die Augen mal wegdenken würde und einfach mal sagt, okay, wenn das jetzt wirklich so eine Art Antrieb wäre, ne, klar, dann ist, und vor allem sagt dieser Ezekiel ja auch, habt keine Angst, ne, was würde man einem fremden Volk sagen, wenn man da mit einem Raumschiff ankommt, würde man auch sagen, habt keine Angst, wir kommen in Frieden, so, ne. Aber wo du sagst, fürchtet euch nicht. Oder fürchtet euch nicht. Das sagen die Engel ja immer. Da fällt mir die Geschichte ein, und zwar in die Jesusgeburt. Da wurden ja auch die Hirten. So war das. Die Hirten waren das. Da kamen Engel und haben die Geburt Christi verkündet. Und ihre erste Handlung, als sie mit den Hirten gesprochen haben, war auch, fürchtet euch nicht. Und na klar, wenn die natürlich so aussehen, wie du beschreibst, dann so, wow, der creepy ohne Ende, ne? Ja, also diese biblischen Engel, vor allem die sehen auch nicht alle gleich aus. Die sehen ja aus, einer sieht so aus, der andere sieht ja nochmal komplett anders aus, der hat dann wirklich Flügel, so, ne? Man weiß jetzt aber nicht, wie mich davor, also das ist ja alles nach der Beschreibung eines Menschen, der nur, der gläubig ist, der Vögel kennt als einzige fliegende Lebewesen auf der Welt, der noch nie irgendwie natürlich ein Raumschiff oder sowas gesehen hat. Und klar beschreibt er das erstmal so, der hat hier Flügel, da muss irgendwie Antrieb kommen, hier, der wedelt mit seinen Flügen, nur so kann er fliegen, ne? Aber ja, das ist auch wieder so ein, also die Geschichte finde ich echt interessant, weil Bibeltexte sind ja wirklich wissenschaftlich erwiesen historische Texte. Nicht, ja.
Also der Inhalt ist natürlich religiös aufgeladen. Ausgeschmückt. Ausgeschmückt, religiös ausgeschmückt. Aber die Zeit, also was da passiert ist. Sintflut und so weiter, da berichten ja auch andere Völker und andere Kulturen und sprechen ja auch von einer Sintflut zum Beispiel. Wo auch wir bei den Präastronautikern wären. Ne? Das ist auch, wir haben uns im Vorfeld auch ein paar Gedanken gemacht, was wir hier ansprechen wollten. Und eigentlich haben wir das auch angesprochen, wir wollten es aber eigentlich hier nicht ansprechen, wir haben es besprochen. Aber es gibt auch die Theorie, dass die sieben Plagen, allein wenn wir in Ägypten wieder bleiben, die Plagen auch alle von den Aliens ja, beeinflusst worden sind oder heraufbeschworen sind, und darunter fällt auch, das letzten Jahr kennen wir sie in Plage, aber auch die Sintflut. Weil auch mehrere Völker da halt davon berichten, muss das ja irgendwie auch denn irgendwie passiert sein. Ja, genau. Also das ist echt, also viele Sachen, die dann da so passiert sind in der, ja, in der Bibel. Ja, historische Texte, die Sachen sind teilweise echt passiert. Nicht ganz so, aber vor allem im Alten Testament, ne, ist ja viel Historisches mit drin. Im Neuen Testament, ja, okay, kann man viel hineininterpretieren, aber klar. Auch mit den Riesen. Die Riesen, ja. Mit den Riesen, ne? Also es gibt ja auch die berühmte Geschichte von David und Goliath. Goliath, auch ein Riese für seine Zeit, ungewöhnlich groß. Kam auch von den Philistern, glaube ich, auch, was auch, glaube ich, eine Art Riesenvolk war. Und dann gab es sie auf einmal denn nicht mehr. Fand ja auch sowieso auch so ein Mischwesen, was die Aliens mit geschaffen haben, ja, also, und dann irgendwie sich aufgebäumt haben, dann haben sie es ausgelöscht und so weiter. Ja, auch ja. Sehr interessantes Thema. Was? Genau, die Nephilim. Nephilim, genau. Im Jüdischen heißen sie die Nephilim, ja. Genau, und aber diese Nephilim, ne, sind ja so ein Halbgötter in dem Sinne, oder so eine Mischwesen aus Engeln und Menschen. Und das ist ja nicht das einzige Phänomen oder nicht die einzige Erwähnung in der Bibel, wo das vorkommt. Das kommt ja wirklich Halbgötter quer, kommen generell. Quer durch alle Religionen gibt es ja immer so eine Riesen oder so eine Mischwesen aus Göttern und Menschen. Auch wir, weiß nicht, Zeus hat ja auch mehrere Kinder gehabt und Geliebte und Halbgötter erzeugt. Gottessohne, Gottestöchter, hast du, wie gesagt, die ganzen, die griechischen, hier Herkules und wie sie alle heißen, waren auch Halbgötter, ne? Mhm. Dann denkst du, Halbgötter von den, also Gott der Alien, der Mensch, der andere und Mischwesen. Du hast auch diese Mischwesen, hast du auch im Ägyptischen, wenn wir wieder in Ägypten, mit Anubis, mit diesen Horus oder Hobus und auch diesen Wolfskopf oder mit diesen Anubis, Horus, mit diesem Falkenkopf und so weiter. Das sind, die sagen auch, naja, die haben da auch Genexperimente gemacht und die gab es wohl wirklich. Ob das wirklich so ist, kann jeder selber denken. Man hat sie noch nicht gefunden, irgendwelche Ausgrabungen und so weiter. Ja, aber das ist schon bemerkenswert, dass es halt durchweg durch viele Kulturen immer gleiche Muster gibt. Ja, wie gesagt, ne, wenn viele Kulturen das Gleiche erzählen, ist immer irgendwie was Wahres vielleicht. Aber ja, irgendwo ist ein wahrer Kern. Ein Kern, der das wahrscheinlich macht. Also wahrscheinlich nicht so, weil es auch wieder teilweise alles sehr ausgeschmückt worden ist. Aber wenn wir schon bei Göttern sind, da können wir auch mal den Sprung von der Bibel, von Ägypten mal nach Indien machen. Da gibt es ja auch diese Sanskrit-Texte. Und da wird ja auch von den Vimanas, Mahabharata wird da besprochen. Vimanas auch das waren fliegende Paläste. Genau. Und die haben auch unter anderem Krieg geführt. Da war Krishna und ich kenne mich jetzt da auch wieder nicht aus bei den Krishna. Shiva. Shiva ist, glaube ich, der Gott, der oberste Gott. Da gibt es auch der Ahsoka und so weiter. Der Zerstörung und so, ne? Ja, und die haben miteinander Krieg geführt. Und das haben auch die alten Inder, haben das auch so beschrieben, wo du sagst, oha, weißt du, das hört sich richtig auch deren Waffen an, ja, wenn die da mit ihrem Pfeil und Bogen haben sie es dargestellt und einer davon getroffen worden ist, hat es eine gewaltige Explosion gegeben. Drumherum konnte auch nichts mehr leben und so weiter, war auch alles verstrahlt. Und sagst, hört sich an wie so ein altertümlicher Atombombentest. Ja, oder halt irgendeine Waffe, die halt irgendwas unbewohnbar macht, radioaktiv verstrahlt. Ja, ist ja auch, Radioaktivität ist ja wirklich, das ist ja wieder eine Tatsache, das ist ja eine richtige Wissenschaft. Überall in Physik ist ja überall im Universum die gleiche. Deswegen, Waffen werden höchstwahrscheinlich genauso sein wie
die Waffen der Menschheit. Wahrscheinlich. Und die sind auch halt durch interplanetare Reisen halt, ne? Allerdings sehen die wissenschaftliche Gemeinschaft das heute etwas anders als metaphorisch, mythologisch und so ja. weiter, ne? Aber interessant, was auch die alten Inder, es gibt auch diese Legende von aus Japan, es zieht sich ja, also diese präastronautische Geschichte zieht sich über den ganzen Globus. Und das macht es ja auch immer so ein bisschen faszinierend, finde ich. Ja. Und es gibt auch im alten Japan gibt es halt auch immer diese, das ist auch sehr interessant, diese Überlieferung, diese Legende, gibt es auch eine Zeichnung dazu, wie eine Frau aus einem UFO aussteigt. Er hat das UFO richtig gezeigt, wie eine Frau aus einem UFO aussteigt und in der Hand so einen Kopf hat. Gut, in Japan abgetrennte Köpfe sind jetzt nichts Neues. Aber auch ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn, die Obergöttin in Japan? Das ist Amaterasu. Ah. Das ist die Sonnengöttin in dem Fall. Ich glaube, dass die vom Himmel so abgestiegen ist in so einem UFO. Kam die übers Wasser oder kam ja, die? Ja, ich glaube, die kommen übers Wasser auch gelaufen. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ne, es gibt ja dann auch nicht nur UFOs, ne, es gibt ja doch auch die Usos. Die Usos, ja, diese unterseeischen Objekte, genau. Ja. Was ich teilweise sogar plausibler finde, also wenn es wirklich, also ich glaube ja auch, dass wenn es UFOs oder wenn wir Besuch von Außerirdischen haben, na, was ja wirklich nicht, also das kann ja wirklich sein. Ich will immer nichts ausschließen. Es hört sich mal alles natürlich total fantastisch an, weißt du, und hört sich natürlich. Ja, aber wo würde man sich, wenn man nicht entdeckt werden will, wo würde ich mich verstecken? Im Himmel, wo man immer hinguckt, oder im Wasser, wo ich getarnt bin, so, ne? Wo man nicht hin kann, weil es auch zu großer Druck ist und genau, so weiter. Genau, also wenn, dann würde ich mich eher da hin verziehen, als irgendwo hinter einer Wolke, wo mich jeder sehen kann. Und es gibt ja auch viele Augenzeugen, die dann sagen, oh, da kam irgendwas aus dem Wasser raus oder ist irgendwas mit übelst schneller Geschwindigkeit reingeflogen. Also das finde ich plausibler als UFOs, die man immer am Himmel beobachten kann. Wahrscheinlich. Ja, gut, dass die da wahrscheinlich auch fliegen im Himmel, das ist ja nicht, glaube ich, nicht so das Thema, aber dass die ihre Basen dann unter Wasser haben, wo wir dann auch wieder bei Atlantis wären, ne? Was ja auch für die Präastronautiker eine alte UFO-Basis war. Auch sehr interessant. Ja, ja. Achso, wenn wir wieder bei den, wollte ich eigentlich auch, hatten wir uns auch mal aufgeschrieben, wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so großartig ansprechen, aber es gibt auch, wenn wir jetzt wieder im christlichen Glauben sind, gibt es ja verschiedene Gemälde, und zwar von der Madonna oder der Mutter von Christi und so weiter. Und da gibt es ein Bild, das heißt die Madonna mit Kind von Carlo Crivelli. Ich habe das richtig ausgesprochen, wahrscheinlich ja nicht. Carlo. Und da wird im Hintergrund gezeigt ein Objekt am Himmel, was sieht aus wie ein UFO, das sieht aus wie eine Untertasse, sage ich jetzt mal, was die Madonna bestrahlt. Auch es gibt auch über von Michelangelo irgendein Kreuzungs- von der Jesuskreuzung und ein Bild davon, wo du im Hintergrund so eine Blasen siehst am Himmel, wo drin Menschen sind, die das steuern. Ah, okay. Und denkst, was ist das denn? Sind das Engel? Und das sieht aus wie so ein Mensch, der in einem Raumschiff sitzt. Und dann denkst du, was will der Künstler? Gut, du hast immer künstliche Freiheit, was das angeht, aber will der Künstler dir, ich meine, du hast auch Leonardo da Vinci, der in jedem Bild irgendwie eine Symbolik hat, irgendwas übermitteln wollte. Und was will der Künstler uns damit sagen, weißt du? Ja, vor allem auch dieses UFO, ne, von dem Gemälde, was du da erwähnt hast, von der Madonna mit Kind. Doch, ich kann mich daran erinnern, dass ich das mal gesehen hatte. Und da ist wirklich im Hintergrund, wenn man nicht so wirklich drauf achtet, da kennt man das gar nicht, aber wenn man da wirklich mal so hinguckt, sieht man so eine Art Oval, was so ein bisschen strahlt. Genau. Und dennoch so an der Küste sozusagen sind dann noch ist da noch ein Mann oder eine Frau und daneben ein Hund und der Hund bellt dieses Objekt an. Also sieht zumindest so aus, dass der Mann dieses Objekt anguckt und der Hund bellt es an. Also sie nehmen es wahr, richtig? Sie nehmen es richtig wahr. Und was will er jetzt damit sagen? Ist es jetzt eine Metapher für vielleicht, weil mit Madonna mit Kind, ne? So klar, was Heiliges, so Gottesstrahlen. Ja, ist es ein Engel? Soll es ein Engel sein? Hat der Künstler das vielleicht einfach mal gesehen und musste das in einem Bild verarbeiten? Kann natürlich auch sein, richtig. Ne? Und was er dann auch wieder, haben wir wieder den Bezug zur Bibel, ne? Aber wie gesagt, da sind ja so viele, wenn man sich mal die Bibel, wenn man mal drüber nachdenkt, was in der Bibel alles passiert, ja, denkt man sich auch, was ist da passiert, was ist da los? Auch mit Jesus, die Himmelfahrt, ne? Wohin, warum? Warum steigt er wieder auf? Ne? Womit steigt er auf? Auf einer Wolke, so, ne? Wohin, so, ne? Also echt viele Sachen, die in der Bibel passiert sind, wo man denkt, okay,
Könnte man auch so interpretieren. Muss nicht alles eine Gottheit gewesen sein. Vielleicht waren es ja auch Aliens. Ja, wie man das halt, ja, wie man es halt erklärt in dem Fall. Ne? Es gibt ja auch die Theorie, jetzt wenn man bei Bigfoot zum Beispiel, auch ein Mischwesen, was die Aliens denn hier irgendwo abgelassen haben, als missglücktes Versuch, irgendeine andere Menschenspezies, glaube ich, zu kreieren. Und da wären wir halt bei den Sachen irgendwann. Irgendwann wird es zu viel. Denkst du, was, ey, irgendwann. Alles wollen die nur noch mit der Präastronautik denn begleichen. Das hat dann irgendwann für mich dann auch diese Mystik für den. Aber bevor wir irgendwie mal zu unserem Fazit kommen, sage ich jetzt mal, es gibt nämlich auch eine Verbindung nach Deutschland, ja, von der Präastronautik. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, das ist das Flugblatt von Nürnberg. Sehr interessant. Genau, da wurde doch beschrieben, wie eine Schlacht am Himmel passiert ist. Und ja, man hat Lichter gesehen, man hat Lärm gehört und auf dem Blatt rechts irgendwas raucht. Irgendwas raucht. Irgendwas also, scheint abgestürzt zu sein. Ja, also so eine Art hier deutsches Roswell, ja, wer weiß. Ja. Und ja, was warum wurde das damals so beschrieben? Ne? Ist, glaube ich, auch einzigartig gewesen, so, dieses Flugblatt. Und ja, viele, klar, man kann es entweder so sagen, ist es jetzt wirklich ein Tatsachenbericht, auf diesem Flugblatt steht, oder ja, war das so eine Art hier Bildzeitung und hat hier wolltest du irgendwas Reißerisches schreiben? Einfach klar, eine Schlagzeile haben, damit das viele, das hat ja auch Geld gekostet, ne? Die Leute mussten das ja auch kaufen. Ja, wer weiß. Aber wenn du dir das anguckst, diese Flugobjekte sind ja auch immer Kreuze oder Pfeile oder irgendwelche Rundungen und so weiter. Und dann sagen die Präastronautiker, naja, wenn du heutzutage, bleiben wir mal bei dem Kreuz, das ist ja dieses christliche Symbol, haben die Leute denn da oben gesehen, weil sie es nicht anders interpretieren konnten. Mhm. Wenn du heute rausguckst und guckst in den Himmel, dann siehst du Flugzeuge. So, und wenn du Flugzeuge von unten siehst, sieht auch irgendwie aus wie ein Kreuz, ne? Ja. Na, also ist immer die Frage, was sie da oben gesehen haben, ob das wirklich Tatsache ist. Ne? Aber das darauf beschließen sich oder schießen sich die Präastronautiker ein, dass da oben irgendeine Himmelsschlacht gewesen sein soll. Wo auch, ja, und das ist das Einzige, wo ich dann auch etwas skeptisch bin. Da gibt es halt wirklich diese Szene auf dem Blatt, wo da irgendwas raucht. Und da raucht wirklich was. Da ist wirklich als irgendwas Abgestürztes. Mhm. Und da sollen sich auch, wie gesagt, die Dinger sollen sich darum bekriegt haben. Ja. Ob das natürlich so ist oder nicht. Aber das ist halt ein Bezug mal nach von der Präastronautik einfach mal nach Deutschland. Ja, ich glaube, mehr Beispiele, also so viele Beispiele aus Deutschland kenne ich auch gar nicht. Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht. Nee. Es gibt noch den, nee, das ist zwar nicht Deutschland, diesen Monster in Mexiko. Chupacabra. Chupacabra, genau. Das ist auch dieses, angeblich dieses Alien. Mischwesen, was immer die ganzen Schafe gerissen hat und die Leute, wenn ihr in Mexiko seid und mal der Chupacabra mal den Leuten ansprecht, wundert euch nicht, wenn ihr große Augen erntet, weil das ist so ein ja, national berühmtes Wesen eigentlich, ja, ne? Ja. Es ist so vergleichbar wie Bigfoot. Wie Bigfoot. Vampire, ne? Also alles so eine, ja, wie so eine gibt ja auch diese, wie heißt es, Zoo, nee, gibt doch diese, auch diese Pseudowissenschaft. Die Zoo-Hypothese, meinst du? Nee, wie heißen denn Zoo? Kryptozoologie, so. Kryptozoologie, ja, stimmt. Kryptozoologie, darunter fällt dann Bigfoot und Chupacabra und Über die ganzen Fabelwesen in genau, dem Fall. Genau, vieles, ja. Aber auch durchweg durch die alle, durch Einhörner natürlich, ne, alles Kryptozoologen. Ja, darunter fällt es alles. Aber was hältst du denn so von Präastronautik? Also mal so deine Meinung. Ja, Ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil wir hatten ja auch schon mal kurz darüber gesprochen, vieles wird den Menschen abgesprochen und vieles, da muss man auch echt aufpassen, dass man den Leuten einfach mehr zutraut, weil nur weil wir das jetzt nicht wissen, wie die das damals gemacht haben oder wie die das gedeutet haben, was sie da gesehen haben, ist es trotzdem nicht unerklärbar. So, das ist jetzt einfach, das müssen nicht immer Aliens gewesen sein. Und deswegen, ich bin da sehr skeptisch. Gibt noch nämlich noch ein Beispiel. Die Sachen, die wir hier so beschrieben haben, das waren ja alles menschengemachte Sachen oder menschenbeobachtete Sachen. Es gibt ja noch ein Beispiel, würde ich jetzt noch aufführen, und zwar was, bitte. Ja, was, was in, wirklich was aus der Natur, also wirklich, was Natur, aus der natürlichen Sache nicht erklärbar ist. Bis heute glaube ich zumindest nicht, ja, vielleicht ist es ja mittlerweile aufgeklärt, aber es gibt vielleicht sagt euch das ja was, bei Gongrohre in China. Und zwar fand ich super interessant, sind das
Rohre, die von einer Art Hügel zu einem Salzwassersee führen. Also da ist ein Hügel sozusagen neben einem Salzwassersee und in diesem Hügel selber verlaufen Rohre zu einem Salzwassersee. Und das Besondere an diesen Rohren ist, haben unterschiedlichen Durchmesser, verstopfen nicht. Was auch sehr selten ist, Rohre verstopfen ständig, bloß diese Rohre seit mehreren... Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das habe ich auch gesehen. Seit, muss man auch dazu wissen, sind 150.000 Jahre alt, diese Rohre, geschätzt, erstaunlicherweise aus Metall. So, und wie geht das? Die sind super mega lang, teilweise sehr, sehr großen Durchmesser und laufen zu einem Salzwassersee. Und das kann sich die Wissenschaft nicht erklären, weil das Besondere an diesen Rohren ist auch noch, dass die untersucht worden sind. Und es wurde festgestellt, 92% des Materials aus diesen Rohren, das kann man irgendwie nachweisen. Das ist jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Eisen oder sowas, aber ja. 8% aus dem Material, aus dem die Rohre bestehen, weiß man nicht, was das für ein Material ist. 8%. Weiß man nicht, woraus das ist. Und die können auch nicht eindeutig erklären, wie die entstanden sein sollen. Es gibt Hypothesen, okay, das sind vielleicht Baumwurzeln, die mit der Zeit versteinert worden sind und irgendwie ja Metallansammlungen gehabt haben und dass diese Rohre sich jetzt Fossile sind, die jetzt teilweise Metall sind. So, ne? Und interessant ist aber, Präastronautiker, ne, sind natürlich ganz anderer Meinung, wie das immer so ist. Und es gibt ein Volk in der Nähe der Baigong-Rohre, die sagen, da haben eine Überlieferung, dass das damals ein Startplatz für außerirdische Wesen sind. So Sinnbild, also so sinngemäß. Und da frage ich mich auch, okay, wenn das wirklich, man könnte das ja so erklären, gehen wir mal von der Hypothese aus, da sind wirklich außerirdisch gelandet. So. Und dann könnte man ja sagen, die haben diese Rohre irgendwie durch irgendeine Art von Technologie durch diesen Berg in diesen See, um ihr Treibstoff zum Beispiel aufzufüllen oder um ihre Lebensvorrat wieder aufzufüllen, weil das ja wirklich in diesen See geführt hat. Das ist ein Salzwassersee. Salz braucht man, ne? Braucht man nun mal für seinen Organismus. Und Wasser eben auch. Und vielleicht, das fand ich super interessantes Thema. Das ist auch einer der wenigen Sachen, wo ich wirklich selbst nicht weiß, okay, wie wollen die das erklären? So, ne? Also das ist vor allem, das Alter ist halt extrem. 150.000 Jahre, das kann auch kein Mensch gemacht haben. Ne? Sonst würde immer alles erklärt, ja, okay, verlorenes Wissen. Aber 150.000 Jahre, klar, der Menschen gab es da schon. Aber die haben noch in Wäldern gelebt und hatten irgendwie Segel, Jäger und Sammler gewesen. Da gab es noch ihr Neandertaler und sowas. Und so mit konventioneller Wissenschaft kann man das jetzt, was ich zumindest so weiß bis jetzt, kann man das nicht erklären. Ja. Und das wäre, also die anderen Sachen, die wir so erwähnt haben, da bin ich echt skeptisch. Man darf die Leute nicht unterschätzen. Ich glaube, vieles kann man mit verlorenem Wissen erklären. Und manche Sachen, die noch nicht, wo man noch bis jetzt keine Erklärung hat, kommt vielleicht noch mit der Zeit dazu. Ich glaube, vielleicht bleibt auch vieles ungeklärt. Aber ich denke mir dann auch immer bei einer Sache, wenn Aliens die Erde besucht hätten in der Vergangenheit und Menschen irgendwas beigebracht haben, dann hätte ich denen teilweise nicht beigebracht, so könnte jetzt ein Stein am besten schleifen. Den hätte ich dann irgendwie beigebracht, okay, so könnte Metall herstellen. Den hätte ich physikalische Grundlagen beigebracht, chemische Grundlagen. Wie gesagt, das ist ja alles im gesamten Universum gelten die gleichen physikalischen Gesetze wie auf der Erde. Und den hätte ich Physik beigebracht, für Chemie, Biologie, irgendwie sowas, ne? Irgendwie was in der Richtung. Ich hätte den nicht beigebracht, so schleift jetzt ein Stein am besten, der besonders schön glatt ist, den können die da so und so hinbauen. Deswegen, widerspricht sich teilweise mal so ein bisschen. Ja, das müssen Aliens gewesen sein. Und dann bringen Aliens den Menschen aber nur bei, wie man irgendwie Steine schleift. Ja. Richtig, warum machen sie nicht gleich was? Wenn man quer durchs Weltall fliegen kann, guck mal, wir wissen, wie man aus ein bisschen Essig und so eine Bagdad-Batterie herstellt. Ihr habt wahrscheinlich Antimaterie-Antriebe, ja? Ja, genau. Aber egal. wo du gerade sagst mit den Rohren, ja, ich hatte auch mal ein Video gesehen, da gibt es ja auch diverse Videos, nicht nur im Internet, sondern auch in Dokumentationen, wo man sieht, wie UFOs Wasser tanken. Das könnte man gut damit vergleichen in dem Fall, ne? Ja. Fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Also wie gesagt, bei Gongoro sind so die, finde ich diese natürlichen Phänomene oder ja, es gibt ja auch diesen schönen Begriff Out-of-Place-Artefakt. Ja. Genau,
wo man etwas findet, was man da nicht erwartet hätte. So. Und das zieht sich halt, also gibt ja viele Out-of-Place-Artefakte. Und das finde ich halt schon bemerkenswert an der Stelle, ja. Da hat man irgendwas mal gefunden, mir fällt das jetzt aber auch nicht mehr ein. War das nicht mal so ein Hammer oder irgendwie? Oder irgendwas ja, anderes? Doch, so Aluminium hat man, glaube ich, irgendwie gefunden. Was für die Zeit sehr untypisch war. Ja, oder auch halt bestimmte Schriftzeichen, die eigentlich, hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt. Das wurde zwar, glaube ich, widerlegt, aber dass man zum Beispiel Hieroglyphen in Australien gefunden hat. Ja, stimmt, diese ägyptischen Hieroglyphen genau, in Australien. Ich glaube, das wurde mal widerlegt. Aber so als Beispiel, was sind Out-of-Place-Artefakte? Und finde ich, wenn man die mal googelt, so Out-of-Place, es gibt viele Out-of-Place-Artefakte, aber die sind immer ganz interessant. Was mir noch wieder eingefallen ist, relativ spontan gerade, dieses Thema Pyramiden. Es gibt ja nicht nur in Ägypten Pyramiden. Die Maya haben ja auch Pyramiden. In China haben sie auch Pyramiden gefunden und so weiter. Also dieses Konstrukt, dieses Bauwerk ist rund um die Welt irgendwie verfügbar, ja. Und dann fragen sich die Präastronautiker, wie kann das sein, wenn diese Zivilisation, diese Kulturen nie miteinander, offizieller Wissenschaft, nie miteinander irgendwie in Kontakt gestanden haben, dass die immer die gleichen Sachen gebaut haben. Ja. Na, das ist halt immer die Frage, ob das nicht irgendwelche Aliens waren, die halt um die Welt gereist sind, um ihre Technologie denn oder ihre, was auch immer, ich weiß nicht, wozu eine Pyramide gelten soll, ob es als Kraftwerk oder irgendwie als Symbol, guck mal, wir waren jetzt hier und so weiter. Die haben ja auch irgendwelche, wenn du jetzt bei der NASA guckst, auch auf dem Mond irgendwelche Monolithen gefunden, was sie sich nicht erklären können. Auf dem Marsmond Phobos, sogar selbst auf dem Pluto und so weiter, was sie sich nicht erklären können. Ja? Und da fragst du dich, na, vielleicht waren wir wirklich, und wenn wir jetzt einfach mal so fiktiv mal weiterspinnen, momentan haben wir kein anderes Leben im Universum. Wir sind hier der einzige Planet aktuell, der Leben beherbergt. Und warum? Und diese Götter, die Präastronautiker, definieren die Götter durch Erzählungen und so weiter, dass dieser Planet das Paradies genannt wurde, das Kinderparadies oder Planet der Kinder wird der immer genannt, weil es uns hier unglaublich gut geht, weil wir leben hier in absolutem Überfluss, ne, was jetzt auch nicht nur der Mangel, nein, die rein von Mutter Erde, du hast hier unglaublich viel Früchte, wenn das hier alles noch gesund wäre, Klimawandel erstmal beiseite gelegt, ne, aber du lebst hier in absolutem Luxus, im Überfluss, ne, du kannst hier am Strand liegen, du musst dich hier nicht so großartig was sorgen, du musst halt einfach durch deinen Magen, und das nennen die irgendwie den Planet der Kinder, und es gibt verschiedene Planeten in diesem Universum, ne, und wir sind auch so eine Spezies, die halt erschaffen worden ist, na, und da werden wir also wieder bei meinen ganz anderen Themen, denn, ne, warum wir denn noch keine Aliens gefunden haben, die Drake-Gleichung oder so weiter. Ne? Ja, oder dieses Fermi-Paradoxon. Fermi-Paradoxon, ne? Wenn überall Aliens sind, was da rein theoretisch von der Mathematik her sein müsste, wo sind sie denn alle, wenn wir noch keine sehen, wenn sie wimmeln sollte? Aber sehr, sehr interessant. Ja, genau. Aber was hältst du denn davon, von der Präastronautik? Na, ich bin da relativ ähnlicher Meinung. Also ich finde das Thema immer noch spannend. Ich will das immer nicht alles ausschließen, aber ich muss sagen, das meiste ist nur Quark. Ich muss es so deutlich sagen. Und hier muss ich auch mal wieder, mein Lieblingsspruch, eine Lanze für uns Menschen brechen, weil laut den Präastronautikern, die legen alles auf die Aliens. Die Aliens haben Dank. Wir sind halt nur durch die Aliens so geworden. Wir haben durch die Aliens das nur alles entwickelt. Wir haben alles nur durch die Aliens. Wir haben nie was auf die eigene Kette bekommen. Nie. Also ich habe es dir vorhin schon gesagt. Die Menschen können froh sein, dass sie ihre Hose richtig rum angezogen haben nach dem Motto, weil wir nie was. Wir sind total dämlich eigentlich. Ne? Und das finde ich irgendwie, da unterschätzen wir doch die Menschen und besonders unsere Vorfahren massiv. Weil, wie gesagt, vieles kannst du durch verlorenes Wissen sicherlich erklären. Und es gab auch damals schon schlaue Leute. Sokrates zum Beispiel, ne? Ja. So war ein super schlauer Mensch. Das war wahrscheinlich der Einstein aus der Antike. Ja. Und kannst mir nicht sagen, dass es nicht in anderen Kulturen auch noch älter, auch noch schlaue Menschen sind. Die Maya, die waren super in Astronomie. Die haben ja bis auf ein Zehntel jedes Jahr genau bemessen. Darum kriegst du ja die große Zählung. Die geht ja auf die Millisekunde, ist es ja richtig. Wie konnten sie das gemacht haben? Ja, natürlich Aliens, wäre natürlich eine Theorie. Aber nein, ich glaube, das ist einfach durch langjährige Beobachtung ist das einfach nur. Ja. Und die Leute sind halt, wie gesagt, nicht auf den Kopf gefallen. Definitiv nicht. Ja, viele sind auf den Kopf gefallen, aber nicht alle. Und ja, genau, wie du schon gesagt hast, es gab bestimmt damals Menschen, die auch ähnlich intelligent waren wie Einstein, wie
Ja. Stephen Hawking oder was? Isaac Newton. Was mir auch wieder einfällt, ich glaube, wir kommen, ich will auch gar nicht zum Ende kommen, aber wird ja bald der Fall sein. Es gibt auch die Theorie, diesen Roswell-Zwischenfall kennst du ja, ne? Mhm. Das ist da, wo das UFO abgestürzt ist in Amerika und so weiter. Kennt wahrscheinlich jeder. So. Und das sagen auch wieder die Präastronautiker, dass nach dem Abstoß oder beziehungsweise ich würde sagen eher nach dem Zweiten Weltkrieg, ist die Technologie innerhalb von Jahren so massiv angestiegen, so massiv erweitert worden. Da fragen die Präastronauten, wie geht denn das? Wir haben vorher im Zweiten Weltkrieg gerade mal den Computer erfunden mit Lochkarten und heute hast du HD-Fernsehen, nur 4K-Fernsehen hast du heute, wobei du vor 40, 50 Jahren noch schwarz-weiß hattest, ja? Sowas musst du ja vorstellen. Mhm. Oder allein die Autotechnologie, Flugzeugtechnik und so weiter, ja? Wie ist dieser, wie ist dieser schnellige Wandel? Wie ist das zu erklären, wenn nicht durch Alientechnik, die man aus irgendwelchen abgestürzten UFOs geborgen hat? Ja, ja, das ist alles sehr spannend. Ja. Aber denke ich, ach komm, Leute. Ja, Mann, es kann ja auch einfach, vielleicht gab es einfach mal einen Punkt, wo das einfach exponentiell ansteigt. So, wo die Menschheit, gibt ja auch immer so eine Horrorszenarien, wo sich die Menschheit dann irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt hier zu viel und dann kommt jetzt der Klimawandel und alles Mögliche und da ist so die Grenze erreicht und dann ist da so eine Art Filter und wir werden ausgefiltert. Das ist der große Filter, die Theorie genau. Vom großen Filter. Auch wieder ein interessantes Thema, aber irgendwann mal später, werde ich auch mal ansprechen. Ja. Aber das ist erstmal so zum Thema Präastronautik, ob wir von antiken Aliens, Raumfahrern aus dem Himmel besucht worden sind, um unser Leben hier auf die Kette zu kriegen. Genau. Ja, mehr kann man, also auch deutlicher kann man es, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Ja, also ich fände es spannend, ich fände es super, wenn es so wäre, wenn wir so besucht wären, also wenn wir besucht worden wären. So, ich weiß von dir, dass du ein Sci-Fi-Fan bist, ich bin auch ein Sci-Fi-Fan und ich fände es cool an sich, aber ich glaube teilweise, ja, wie du schon sagst, Quark, viel. Das ist sehr viel Quark. Auch wir gucken ja auch früher mal ganz gern diese Sendung, TV-Sendung, Agent Aliens. Genau. Die habe ich früher mit sehr viel Begeisterung. Die hat ja auch mehrere Staffeln, 8, 9 Staffeln oder sogar auch mehr, ja. Sogar auch zweistellige Staffeln werden. Ja. Und die habe ich früher mit sehr viel Begeisterung geguckt. Deswegen bin ich auch so aufmerksam drüber geworden, auf das Präastronautik-Geschichte. Die ersten 2 Staffeln, muss ich sagen, vielleicht noch die 3., aber die ersten 2 auf jeden Fall, die waren echt, wo du sagst, wow, what? Wie krass. Und wo sie auch in Pumapunku oder in Peru, wo sie da, wie konnten früher die Menschen ganze Bergspitzen abtragen mit Hammer und Meißel? Wie soll das gehen? Wie haben die Leute damals Kernbohrungen vorgenommen, ohne einen Kernbohrer zu haben? Na, es gibt ja auch diese eine Wand, wie die aussieht, als wären die Steine, die das halten, geschmolzen worden, weil die perfekt übereinander passt kein Blatt Papier dazwischen. Mhm. Und das ist nicht so gerade, sondern als ob das geschmolzen worden ist. Mhm. Wie funktioniert das? Wie sollen die das gemacht haben, wenn nicht durch Alientechnologie? Ne? Ja. Die Präastronautiker sagen ja. Präastronautiker sagen und beziehen sich dann auf Sachen aus der anderen Seite. Das geht auch noch hin, Leute, bis zur Antarktis hoch, wo die Alien-Basen dann irgendwo auf der Antarktis sind, weil keiner auf der Antarktis, es darf kein Privatflugzeug, nur Militärflugzeuge über der Antarktis. Warum? Hm. Ja, und die werden ja auch begleitet, teilweise sogar, glaube ich, auch abgeschossen, wenn sie da über Flugverbotszonen fliegen. Warum denn? Ja. Ne? Und wenn wir auch zum Thema Innererde, da gibt es ja auch irgendwelche Eingänge nach Innererde. Aber Hohle Erde-Theorie. Also die Präastronautik geht dann auch überall. Aber die haben irgendwelche Punkte, wo sie sagen, ja, das sind Aliens gewesen. Aber so viel erstmal zur Präastronautik, mein Bruder. Ich danke dir, dass du hier warst. Gerne, immer wieder. Und ich werde dich ja nochmal einladen. Hab da nochmal eine andere Folge im Kopf, kommt aber wahrscheinlich erst im Herbst. Also ich danke dir. Macht eure eigenen Gedanken über Präastronautik. Mal gucken, was ihr davon haltet, ob das wirklich nur Quark ist oder ihr sagt, naja, Niklas, Dominik, das könnte schon was sein. Ne? Wir hatten hier auch schon ein paar Erlebnisse. Ich habe auch ein paar Funde gemacht, ich weiß nicht. Mal gucken, was haltet ihr davon? Ja, wir haben unsere Meinung darüber, die bestätigt sich ja auch immer mehr. Aber wir sind offen für andere Sachen. Genau. Also, ich wünsche euch was. Like den Podcast, abonniert mich auf Spotify, Apple Podcast, mittlerweile auch bei Deezer. Abonniert mich, da verpasst ihr keine Folge mehr. Teilt diesen Podcast, wäre mir ganz lieb, mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit den Leuten, die sich auch für diese Themen, mystischen Themen auch interessieren würden. Ich bin immer freuen über neue Hörer. Ich danke euch, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.